So, Ami, Higos, mein Name ist Loni und ja, herzlich willkommen zurück. Ihr könnt euch aus Legolantis das und ganz ehrlich, das, ich hab überhaupt keinen Bock. Aber hilft ja alles nichts, man muss ja trotzdem seine Brötchen verdienen. London. So, das war natürlich gelogen, verdienen nicht mal ein Brötchen. Du hast uns wirklich gerettet. Der Professor ist schon wieder unterwegs. Diesmal ist er bis ins antike Ägypten zurückgereist. Schau dir einmal in seinem Menü an, welche neuen Attraktionen angeboten werden. Die sind garantiert sehr fantastisch. Bau im Park das kleine Kraftwerk. Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, werden die Attraktionen blau oder grün blinken. Thema Wilder Westen. Thema Legion. Alles klar, bauen wir mal das kleine Kraftwerk. Wie sieht denn unsere Karte aus? Okay, ja, ich hab's ja verstanden, meine Fresse. Bau in deinem Park zuerst verschiedene Attraktionen zu allen Themen. Also Mission 7, bau einfach alles. Bau einfach alles, worauf du Bock hast, oder was? Bau die Weltraumstation. Die Karte sieht so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, behindert aus. Gewächshaus. Baubude. Ich meine, was soll mir dieses Ding hier sagen? Kann ich da was bauen? Ich könnte die Achterbahn bauen, ja. Bau ein Streckenstück mit Weg. Ich frage mich nur gerade, warum. Also warum die Achterbahn da ist? Warum? Wer hat die da hingebaut? Also ich war das nicht. Ausnahmsweise bin ich mal unschuldig. Bau eine steile Aber gut. Strecke. Ja, eine steile Strecke am Arsch. Bau eine abschüssige Strecke. Ich glaube, wir wollen auch gar nicht zu dick auffahren jetzt. Bau in deinem Park zuerst verschiedene Attraktionen zu allen. Ey, denkst du, ich bin taub oder so? Ganz ehrlich. Bau eine abschüssige Strecke. Denkst du denn? Ich bin taub, du Spast. Bau eine abschüssige Strecke. Denkst du, ich bin taub, du dummer Spast? Ich glaube nämlich nicht, Junge, ja? So, gehen wir einmal hier außen rum. Dann haben wir den schon mal. Haben wir diese tolle Attraktion nicht schon mal abgehandelt? Mein Name ist Holland Sloney. Wir kennen uns bereits. Hier runter. So, das war schon mal eine von 290 Attraktionen, die wir bauen sollten. Jawohl, sehr gerne. Amigo, ich hab doch Bock, oder was? Bau einen Turnierplatz, der. Aber sehr gerne. Mein Spaß hält sich heute irgendwie total in Grenzen, weiß ich auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Total geiles Spiel. Ist eine scheiß Idee, was es sei. Und ich, natürlich bin ich ganz ehrlich, ich bin ja total dämlich, weißt du? Auskunft, pflanz einen Eichensetzling. So kackblöd einfach. Entfernen. So, ich mach das nochmal. Ich muss ja so bauen, dass am Rand immerhin irgendwie zwei Platz sind. Wenn ich da Eichen pflanzen will. Wenn ich da keine Eichen pflanze, dann ist scheiß drauf. Aber ich will halt leider Eichen pflanzen, deswegen. Machen wir das alles nochmal. Machen wir das alles nochmal. Ah, wunderbar. So, geiler Scheiß. Geiler Scheiß, obwohl dieser Scheiß scheiße ist und scheiße bleibt, was? So, pass mal auf, hier machen wir zwei schöne hin. Jetzt halt's Maul! Ich baue doch hier schon! Was sieht denn das sonst aus? Ganz ehrlich, ey. Deine Mutter ist ein Eichensetzling. Jetzt halt's Maul und lass mich machen. Lass mich einfach machen. Du dummer Spast. Ich muss sagen, ich habe Respekt vor mir selber, dass ich den einfach noch nicht die Fresse poliert habe. Wie? Beziehungsweise, dass ich den noch nicht gemutet habe. So, jetzt. Dann mach ich das doch nochmal weg. Wieg. Dann lasse ich den Einzelweg. Dann mache ich nur drin den Doppelweg, einfach weil es geil aussieht. Aber ansonsten. Zu allen Themen. Pflanz einen Eichensetzling. Ich würde deine Mutter bauen, aber dazu ist mein Park zu klein, weißt du? Pflanz Hashtag Disloni, Motherfucker. Mm-hmm.
Jetzt sieht es als scheiße aus, aber ganz ehrlich, scheiß ist mir scheißegal. Wer Bock auf Lippen lesen hat, ist mir scheißegal. Schaut jetzt in die Webcam, die nicht eingeblendet ist, und dann sprecht mir nach. Es ist so scheißegal. Es ist so scheißegal. Du bist so ein dummer Wichser. Ich hasse dich. Aber dieser Park sieht geil aus. Entfernen. Ja, fast. Es zählt nicht. Da pflanzen wir einfach eine große Eiche hin. Komm. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Eiche. Und dann hier einmal quer rüber. Große Eiche. Aber mehr gibt's heute nicht, ja, Leute? Nur immer Tacheles geredet zu haben. So, das war 1 von 4. Ins Abenteuerland schaue ich noch nicht, weil es mir egal ist. Weil es mir egal ist. So, dann könnte ich vielleicht hier drüben den Westen hinbauen. Bau ein Büro für weil den der Chef. Westen hat ja noch nicht so viel anzubieten. Ich nehme an, es kommt Bau noch, ganz Park klar, zuerst aber... verschiedene Attraktionen zu allen Themen. Okay, wenn er es... Also pass auf, wenn er es noch dreimal sagt, mache ich ihn aus. Dreimal, merkt euch die Zahl. Zack, zack. Die Bank, jawohl. Ich glaube, da in die Lücke kriege ich nichts mehr rein. Was sehr schade ist, weil ich liebe es, was in Lücken reinzukriegen. Und nicht nur so wie jetzt denkt. Lol, witzig. Deine Mutter ist witzig. Vielleicht ist sie das wirklich. Kann ich ja nicht wissen. Einmal um den scheiß Planwagen rum und... Ja... Ja, doch, sieht geil aus. Bau in deinem Park zuerst verschiedene Attraktionen zu allen Themen. Hab ich überhaupt keine Lust drauf, Mann. Karte. Zwei, ja? Ich sag nur zwei. Bau ein Kristallkraftwerk. Mega Idee, wir sollten ein Kraftwerk bauen. Bau die weil wir irgendwie krass keine Energie mehr hatten. Der Professor meint, das neue Thema hätte er schon fast fertig. Solange wir warten müssen, lass uns die Themengebiete des Parks noch erweitern. Ja, alles klar. Alles entspannt, Junge, Chillimille oder was? Bau eine Lego-Boutique. Ich baue eine Lego-Boutique. Es ist vielleicht ein heißer Tag heute. Am besten, du schickst die Mechaniker weg, bevor sie einen Sonnenstich. Alter, der Park muss laufen. Was soll das jetzt heißen? Schick die Mechaniker weg. Wenn was kaputt ist, was mache ich dann? Sind keine Besucher da wegen der Hitze oder was? Einen Springbrunnen. Erklär mir das mal. Pflanz einen Busch. Spaß dir, ganz ehrlich. Ich werde einen Scheißdreck die Mechaniker Pflanz wegschicken. Ein Beet mit Grünpflanzen. Können Sie Ihr Geld gefälligst ehrlich verdienen? Was wahrscheinlich gar nicht mal so viel ist hier. Pflanz ein aber Stück es geht hier weg. Um ein Prinzip. Was ich noch formulieren muss, aber egal. So, erstmal hier einmal Hecke rum. Oh, Blumen, ja! Ja! Hashtag Blumenorgasmus. Habe ich nicht gesagt, aber ihr kennt meine Meinung zu Blumen. Ich kenne eure Meinung zu Blumen nicht. Bau ein Stück Weg. Und dabei müssen wir es jetzt auch irgendwie belassen, ja? Bau das Miniland London. Mehr geht ja irgendwo nicht. Aber hier London, das ist sehr schön für eine Hecke geeignet. Würde ich das mal tippen. Kannst du nicht auf den Weg zu einem Gebäude stellen. Ja, da ist aber kein Weg. Guck doch mal hin. Bau. Trottel. So, jetzt verbinden wir es noch einmal. Und dann rasten wir mal blumentechnisch wieder komplett aus. Guck mal, wie ich das auf dem Weg zu einem Gebäude stellen kann. Ne? So, und dann ist hier alles eingezäunt und hier noch ein paar Mechaniker, die du in die Baubude zurücksetzen solltest. Was heißt hier solltest, ja? Ich kann selber entscheiden, was ich mache. Auskunft? Spaß dir, okay. Na, wo seid ihr denn? Ritterburg. Nummer 1. Baubude. So, solange ich die Gärtner draußen lassen kann, reicht mir das, ey. Oh. Gebüsch.
Ich hasse solche Situationen. Auch bei Anu, wenn es immer darum geht, diese dummen Pisser zu suchen. Hier Spion oder Hexe oder was auch immer. Oder Ritter oder... Die hätten ja schon alle möglichen abgefuckten Ideen. Außerhalb deines Parks. Kotz nicht immer. Na, kommt raus. Put, put, put. Wo seid ihr? Eingang Achterbahn. Kleinen Fotzen. Da sind immer noch ein paar Mechaniker, die du in die Baumühle zurücksetzen sollst. Ich gebe einen Fick. Nach unten. Oh, hallo. Das kann nicht auf eine Pflanze gesetzt werden. So, pass mal auf. Eiche. Pass mal auf, Junge. Alter, wie geil. Und hallo, Mechaniker. Du, ich hab gelernt, du darfst hier nicht mehr arbeiten, weil du könntest... Bauhude. ...sterben. Nächste Was? Seite. Du machst deine Sache nicht. Ja, hallo, ich hab gerade angefangen. Was willst du denn? Wie? Turnierplatz der Ritter. Trottel. Turnierplatz der Ritter. Na, wo seid ihr, Mechaniker? Turnierplatz ist eigentlich dämlich, hier zu suchen, weil die sowieso nie da sind, wo was repariert werden muss. Parkeingang. Das geht einfach Gebüsch. Physikalisch nicht zusammen. Das sind immer noch ein paar Mechaniker, die du in die Baubude zurücksetzen solltest. Das ist das Tokaloni-Mechaniker-Gesetz. Mechaniker sind nie da, wo man sie braucht. Eingang Achterbahn. Große Eiche. Es sei denn, man guckt nicht, dann sind sie da. So. Baubude. Abwarten, abwarten und. Nein. Hallo. Nein! Du bist der Letzte. Du bist eigentlich Baubude. Die Letzte. Du bist eigentlich die Allerletzte. Baubude. Und Wiedersehen. Professor Voltius hat ein paar Duschen konstruiert, mit denen die Besucher sich erfrischen können. Wir sollten sie ganz schnell aufstellen. Okay, wir stellen sie einfach ganz schnell auf. Wo? Wilder Westen. Bau ein Kristall. Ein Schild für die Wasserwelt. Hammergeil. Bau einen Elefantenspringbrunnen. Ganz ehrlich, was Wasserwelt heißt, kann nur geil sein. Bau eine Dusche für die Wasserwelt. So, eine Wasserfläche. Was? Ja. Das ist sehr interessant. Ich sag mal so. Ihr könntet den Ton jetzt hören, wenn ich ihn nicht ausgemacht hätte, weil der fickt gerade mich fickt komplett. Was ist das denn? Au. Legoland Wetterbericht. Alles deutet darauf hin, dass uns Badewetter bevorsteht. Man hat uns gerade informiert, dass es eine Hitzewelle geben wird. Da geht doch jeder am liebsten in unsere Wasserwelt, um sich abzukühlen. Aber den Sonnenschutz nicht vergessen. Ach, Fehler! Ausrufezeichen, Punkt, Satzzeichen, Fehler, so. Cool. Und da es immer heißer wird, könnte ich jetzt sagen... Könnte ich jetzt was singen? Lass uns die Wildwest-Attraktionen damit besetzen. Warum? Die schönen Wildwest-Attraktionen, was ist das denn? Bau eine Dusche für die Wasserwelt. Spasti. Bau eine Dusche für die Wasserwelt. So. Von wegen, es wird immer wärmer, weißt du? Pass auf. Entfernt. 36 Grad. Und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Oh, das Forschungsinstitut. 36 Grad. Kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. Gebüsch. Ich hätte ja jetzt weiter gesungen, aber diese Musik, man kann halt, das geht nicht. Wie? Es sieht aus, als muss er etwas. Wenn die Musik spielt, kann ich nicht, weißt du? Auskunft? Ja, was, ganz ehrlich, Auskunft. Soll was repariert werden. Aber hauptsache meine ganzen Leute weggeschickt. Pflanz ein Beet mit Grünpflanzen. Kriegst, glaube ich, den Award dümmster Parkdirektor-Helfer ever. Dümmster Parkdirektor-Helfer ever. Pflanz ein Beet mit Grünpflanzen. Dümmster Parkdirektor-Helfer ever. Dümmster Parkdirektor-Helfer ever. Ever, 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 ever. Pflanz ein Ganz ehrlich, diese Dinger sehen total geil aus. LOL. LOL. Die Mechaniker kühlen sich ab. Was sind das für Schweine? Die machen das so mit Absicht. Alle Western-Attraktionen heraus und bau stattdessen das Forschungsinstitut und die Kurwald-Expedition. Blam, 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 blam. So, wo könnte ich denn jetzt hin? Ich könnte hier oben hinbauen. Einfach aus Prinzip.
Forschungsinstitut und Urwald-Exposition. Ja, mache ich, aber erst baue ich das hier. Das Forschungsinstitut. Ich habe so ganz komische Erinnerungen hier dran, als wäre das irgendwie schlecht ausgegangen. Aber frag mich nicht warum. Ich weiß nur, da war irgendwas. Erweiterungen verbergen. I remember something strange. So, wie kann ich denn das hier anbauen? So kann ich das anbauen. Jawohl, aber Hauptsache alles auf den Millimeter, ich alte Sau. Was zum Fick?